zur Verfügung gestellt, weil wir thematisch relativ nah sind mit dem, was wir heute hier erzählen wollen. Maja, danke auch dir. Ihr seid ja da im Team unterwegs. Jetzt sind wir also ein Dreierteam. Ich möchte heute etwas erzählen zu der Überlegung, zu der Idee Regionalpiraten. Ich weiß nicht, ich bitte mal um ein kurzes Handzeichen, wer davon schon mitbekommen hat, wer das wer schon angesprochen wurde und so weiter. Ende letzten Jahres hat der tickernde Roger, Bernd, Nachname will ich jetzt hier nicht sagen, weil ich glaube, das möchte er nicht, 2013 hat er diese Idee schon mal entsponnen. Die ist dann irgendwie versandet. Warum? Gründe sind mir nicht bekannt, ist egal. Ende letzten Jahres ist er damit auf mich zugekommen. Im Januar haben wir dann in Dortmund bei irgendeiner Geschichte die Sache ein bisschen konkreter besprochen und seitdem arbeitet der Bernd daran, hat sehr, sehr viel Kommunikation betrieben, hat Kreisverbände angeschrieben und. Und jetzt sind wir im Juni, also fast 6 Monate später nach diesem Gespräch und endlich in der Lage, mal eine Konzeptidee vorzustellen, wie das laufen könnte, wie wir uns das vorstellen. Also Ziel der Regionalpiraten ist natürlich, dass wir die Piraten, die alle aktiv, Joachim hat eben gesagt, 500 Leute ungefähr haben wir im Dunstkreis, Mandatsträger und Ähnlichem. Aber wir sind natürlich, ja? Redest du von NRW? Von NRW. 500. Dunstkreis. Wir haben ja sachkundige Bürger, wir haben und. Ne? Also bei 150 ungefähr inklusive Landtag Mandatsträgern kommen wir auf eine Zahl von ca. 500, sagte Joachim, die aktiv in der Politik, in Räten, in Kreisen, im Landtag, in Bezirksvertretungen und so weiter mitarbeiten. Ob jetzt als Mandatsträger oder als erweiterte Fraktion, wie man das auch immer nennen möchte. Die Zahl kann man sicherlich, das Potenzial, was in der Piratenpartei NRW steckt, ist sicherlich deutlich größer als diese 500 Personen. Also Stichwort Bildung, die Moni ist da ziemlich früh schon auf die Arbeitskreise zugegangen und hat sich aktiv in die Arbeitskreise integriert, ist also eine regelmäßige Mitmacherin, auch in dem Bereich. Das ist aber leider Gottes noch oder im Moment nicht überall so und da wollen wir hin, dass es besser wird. Die Idee ist also die aktive Vernetzung aller Piraten, die irgendwo aktiv tätig sind in Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreisen, Räten, Ausschüssen, bla bla bla, wie es da steht. Denn wir haben im Moment noch einige aktive Mandatsträger oder eben Anhängende, in Anführungszeichen Mitarbeitende in den Räten, Kreisen und so weiter, die aus Bielefeld, na Bielefeld ist ein schlechtes Beispiel, die vielleicht aus Gronau gar nicht unbedingt wissen, was in Aachen läuft und umgekehrt. Die tollen Arbeiten, die Aachen in Sachen Bildung zum Beispiel macht, sicherlich fruchtbar weiterverwenden könnten, wenn sie denn überhaupt wüssten, wenn sie überhaupt Kenntnis hätten, was da alles so passiert. Dennis? So, das Ziel, wie gesagt, Verbesserung des Informationsflusses aller aktiven Piraten, Anlaufstation für Piraten. Im Ziel enthalten ist auch so etwas wie eine Nachschlageplattform für Ergebnisse, Erfolge, Personen. Wer macht was? Was haben die schon geschafft? Das ist aber ein Fernziel, da haben wir noch keine Lösung für. Nochmal weiter, Dennis. Ups, empty. Da können wir uns was denken. Mach ich gerne, ja. Dann guck mal, ob du die PowerPoint aufmachen kannst. Ich weiß aber nicht, ob der. Da ist die open, aber egal. Dann warten wir jetzt einen kleinen Moment. Also wenn jetzt irgendein Pirat oder Nicht-Pirat, ein Journalist, ein interessierter Bürger, wer auch immer, irgendetwas zu unserer Arbeit, irgendein Arbeitsergebnis oder einen Stand der Dinge abfragen möchte, sollte er es auf einer zentralen Informationsplattform finden können. Verschlagwortet idealerweise, der macht dann Aachen Bildung, bleibt bei dem Beispiel, und kriegt eine Liste von Arbeitsergebnissen aus der Aachener Fraktion, aus unserer Aachener Fraktion. Der kriegt natürlich nichts von der SPD oder Co. Ungerne zumindest. So, wir wollen also thematisch besser vernetzen. Wir wollen die Aktiven besser miteinander vernetzen, damit nicht jeder seine Suppe alleine kocht, sondern die Suppe auch für andere zur Verfügung steht und damit nicht vor allen Dingen jeder kochen muss. Denn wenn die schon gekocht ist, kann auch ein Zweiter, ein Dritter, ein Vierter die Ergebnisse davon nutzen. Und wir wollen damit letztendlich natürlich, und das ist das allerinteressanteste Ziel, unsere Wirkkraft und unsere Schlagkraft erhöhen. Das ist jetzt ein bisschen in der Außenwirkung. Weil wir ja alle was vorhaben in den nächsten beiden Jahren. Hi Moni, grüß dich.
Und damit wir da ein bisschen besser auf den Weg kommen, oder deutlich besser hoffentlich, brauchen wir entsprechende Strukturen, die sich dahinter idealerweise abbilden lassen. Dennis, bitte. So. Wie kommen wir jetzt dahin, dass wir diesen Zielen näher kommen, dass wir diese Ziele vielleicht sogar erreichen, idealerweise mit einem 6% plus 2017, denn das ist natürlich der große Punkt, an dem wir uns im Moment alle orientieren. Dafür brauchen wir, und das ist leider Gottes so, wieder mal Freiwillige, die arbeiten. Beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz. Ne? Wir haben eine Zahl von aktiven Leuten, die alle schon fleißig sind, die so fleißig sind, dass sie nicht mal mehr die Freiheit haben, die Ergebnisse anderer in vollem Umfang zur Kenntnis zu nehmen. Und jetzt brauchen wir noch mehr Leute, die arbeiten, also machen wir uns das Leben noch schwerer. Die Zahl, die dafür gebraucht wird, taxiere ich so auf 5 bis 6, je nach Arbeitsintensität der einzelnen Leute. Ich bin der festen Überzeugung, die interessierten Menschen gibt es, die diese Arbeit tun werden und wollen. Das heißt konkret, wir brauchen Leute, die aus allen Entitäten, die Piratenpartei ausmacht, Arbeitspartei NRW, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise, Fraktionen, Kreisträge, wie es da steht und so weiter, die Informationen sammeln und idealerweise die auch aufbereiten und zentral einstellen. Wie ich gerade schon sagte, idealerweise in einem Tool, was verschlagwortet und so weiter. Dennis. So, geht nochmal weiter, ist irgendwie doppelt. So, was haben wir bis jetzt in die Richtung gehend gemacht? Viele haben schon länger über Strukturen nachgedacht. Es gibt auch immer wieder Vorschläge. Wie können Strukturen uns helfen, besser zu arbeiten, wirkungsvoller zu arbeiten? Der Jens hat da auch einiges auf den Weg gebracht, was aber, ich glaube, auf der Strecke im Moment noch immer verharrt und nicht weitergetrieben worden ist. Gründe dafür sind jetzt eigentlich unerheblich. Das Intro hatte ich eben schon gemacht. Seit Jahresbeginn 15 hat Bernd mit vielen schon gesprochen. Einige haben sich jetzt hier auch schon gemeldet und wirbt für die Idee der Regionalpiraten. David Werner hat sich auch bereit erklärt, das als zentraler, ich sag mal Koordinator mitzutragen, die Arbeit zu machen. Und Bernd und David, aber hauptsächlich Bernd, haben einige KV und so weiter angeschrieben. Da gibt es also Rückmeldungen in größerer Zahl, die sagen, das ist eine gute Idee, da wollen wir dabei sein, da wollen wir mitmachen. Da steht aber noch keiner in den KV, hinter der jetzt die Arbeit tut. Oder keiner, der jetzt 5 KV zum Beispiel als virtuelle Region sammelt. Wenn ich Region sage, hat das nichts mit Bezirksgrenzen zu tun. Mal eine Frage, nach welchem Kriterium sind denn die Kreisverbände ausgewählt worden? Also wir in Heißwisch haben davon nichts mitbekommen. Also ich finde das schon etwas merkwürdig, wenn... Nach Kommunikationskenntnissen von Bernd. Also wessen Telefonnummer der hatte, hat er angerufen. Bernd ist eher so ein Telefonierer als ein Mailer. Dann hat man einen leichten Verlust immer dabei bei der ganzen Angelegenheit. Ja, aber wir stehen ja ganz am Anfang. Insofern ist der Verlust verschmerzbar oder ist eigentlich gar keiner, weil wir ja jetzt damit erst starten würden. Und insofern, es gibt keinen Informationsvorsprung, außer dem, dass die Idee im Raum ist. Nein, ich sag mal, weil ich auch noch mal möchte, das Problem ist, die Kommunikation innerhalb der Partei klappt nicht. Ja, genau, ich meine, das ist genau der Grund, warum man das machen sollte. Ja. Kein Problem. So, kleines Schaubild, so gestern mal eben zusammengeprutscht, wie das aussehen könnte. KV 1, 2, 3 sagen, wir sind aus welchen Gründen auch immer ideell eine Region, weil wir dieselben Probleme haben, weil wir dieselben Ziele haben und so weiter. Die müssen noch nicht mal Nachbarschaftsgrenzen miteinander haben. Das kann auch andere Gründe geben, dass jetzt zwei Unistädte zum Beispiel thematisch zusammenarbeiten wollen oder Ähnliches. Die aber vielleicht 200 Kilometer auseinander liegen. Das Ganze würde für eine Region koordiniert werden und dann zu einer landesverbandsweiten Koordination zusammengeführt werden. So ein bisschen die Doppelpass-Idee, die Toso für die Fraktion genannt hat, steckt auch dahinter. Es geht aus der Quelle in einen gemeinsamen Topf und aus dem gemeinsamen Topf werden dann natürlich Informationen aus dieser Region, also aus den KV in der Region, aus der Gesamtregion, über den LV-Koordinator wieder in alle anderen Regionen verteilt. Dennis, bitte weiter.
Das Ganze kann man auch auf die Funktionseinheiten beziehen, auf Arbeitsgemeinschaften und so weiter. Da wird es genauso sein. Da könnte man jetzt sagen, wir denken mal über ein Politikfeld nach. Nehmen wir BGE als Beispiel. Da ist, wenn wir Kinder-BGE da mal als ersten Schritt, als Brücke zum BGE hin betrachten, dann würde da ja AG Familie eine Rolle spielen, da würde AG Sozial eine Rolle spielen, da würde WIFI eine Rolle spielen. Da gibt es also ganz viele Arbeitsgemeinschaften, die an dem Thema gemeinsam arbeiten müssten, damit es zu einem tragbaren, sinnvollen Ergebnis, in das alle Bestandteile eingeflossen sind, die eine Rolle spielen, kommt. Und im Moment ist es so, dass die alle so vor sich hin wurschteln, Entschuldigung, ne? Also alle ihr Ding machen, aber die Gemeinsamkeiten ganz, ganz schwer herzustellen sind. Das wäre jetzt also im thematischen Bereich hinter den Regionalpiraten zu sehen. Eine Meldung, ja? Entschuldigung? Ja, ich hatte gerade das untersten Punkt, sehe ich, ist da drin, weil das ist ja alles auf Parteiorganisationsformen angelegt. Die Leute, die wir aber ansprechen, die 550, sind vor allen Dingen nicht in Parteigremien aktiv, sondern in Räten, in Ausschüssen und so weiter. Das heißt, da werden die Anträge erstellt und das ist dieser kleine Punkt Fraktionen, wo nämlich im Prinzip der ganze Informationsfluss dann aber direkt zu dem Landesverband ginge, oder? Okay. Also seht mir bitte nach, dass ich nicht alle möglichen Verknüpfungen dargestellt habe. Ich habe das gestern zusammengepimpt mit einem Tool, was ich gar nicht beherrsche und so weiter, sieht man wahrscheinlich. Die Idee dahinter, die habe ich beim ersten kommunalen Vernetzungstreffen im Landtag, ich weiß nicht, wer von euch da zugegen war, schon mal kurz angerissen, in den Raum gestellt. Ich stelle mir natürlich so ein Mesh vor, any to any, jeder mit jedem, in irgendeiner Weise verknüpft, sodass die Informationen laufen, für jedermann abgreifbar sind. Wir können jetzt nicht jeden mit allem verarzten, dann wird man auch wahnsinnig, dann muss man 2 Stunden jeden Tag E-Mails oder Input lesen. Aber es muss die Möglichkeit geben, leicht und möglichst hürdenfrei die Informationen abgreifen zu können. Also wenn ich jetzt einen Antrag vorbereite in Sachen, was weiß ich, neue Gesamtschule in meiner Stadt, zusätzliche erste, wie auch immer, dann muss ich die Möglichkeit haben, an irgendeiner Stelle innerhalb der Piratenaktivitäten zu suchen, was ist denn da bei uns schon gelaufen? Wie ist die Haltung der Fraktionen im Landtag dazu? In welchen Kommunen, Kreisen ist da schon mal ein Antrag zu gelaufen? Sind da Mehrheiten beschafft worden? Wie ist der Antrag formuliert worden? Und so weiter. Das soll dahinter stecken. Nicht, dass jeder alles lesen muss, kriegen wir eh nicht hin, aber dass jeder die Möglichkeit hat, es zu finden. Dennis, bitte. Ich hatte noch eine Frage. Entschuldigung. Ja. KVs, die jetzt die ganze Zeit, wovon jetzt die ganze Zeit die Rede war, schließt das jetzt VKVs auch mit ein? Natürlich. Okay. Also es ist einfach nur ein Begriff jetzt für beide. Also ein VKV ist ja auch ein RV. Wenn er auch nicht eine eigene. Ja. Mehr oder weniger. Wenn er auch einen eigenen Vorstand hat und rechtlich selbstständig agiert. Ja, und an sich ist der Hauptunterschied jetzt zwischen KV und VKV, und dass ein KV, sag ich mal, halt feste, benannte Personen hat, ein VKV nicht zwingend, weil er nicht unbedingt Büropiraten zum Beispiel hat und dementsprechend dann eventuell halt nicht feste Rollen hätte, die man jetzt in dieses Mesh dann vielleicht integrieren möchte. Es sei denn, man möchte da jetzt jemand unabhängig dieser sowieso benannten Position führen. Das ist genau der Punkt. Also da muss jetzt keine Personenunion stattfinden zwischen Gott weiß was, dem ersten Vorsitzenden und dem, ich nenne jetzt mal Regionalkoordinator oder KV, wie auch immer, Koordinator. Die Leute, die sich bereit erklären, die Arbeit, denn es ist Arbeit, zu tun und das auch können, die sollen es tun. Unabhängig von bestehenden Personenstrukturen, die es schon gibt, an welcher Stelle auch immer. Gut, gehst du nochmal vor, Dennis. So, genau den Punkt haben wir jetzt gerade nochmal besprochen. Die Koordinatoren sollen informell regional vernetzen und den Kontakt zu den anderen Einheiten innerhalb einer Region und nach oben hin, in Anführungszeichen, halten, sollen die politischen Themenfelder übergreifend vernetzen, sollen bidirektional dafür sorgen, dass der Informationsfluss gewährleistet ist. An jeder Stelle, wo einer sitzt, also in der Region KV Richtung Gesamt, an Gesamtstelle zwischen den Regionen und so weiter. Und wünschenswert, das ist wie gesagt ein ganz fernes Ziel, da haben wir einmal kurz drüber mit der PICO gesprochen, die einen gedanklichen Ansatz hat, was man da einsetzen könnte. Wünschenswert ist natürlich die Schaffung einer, ich nenne sie mal, verschlagworteten Piratendatenbank, wo die ganzen Informationen Eingang finden, um
auch für interne wie externe Recherchen benutzt zu werden. Dennis? Da hat nichts, nicht weiter. Dankeschön. So, also an der Stelle sind wir gerade, Tool-Diskussion, nein, nicht jetzt, bitte nicht. Die muss aber natürlich geführt werden, in Anführungszeichen. Wir müssen dieses Tool irgendwann festlegen oder schaffen. Im Moment gibt es als einziges Tool, was die Regionalpiraten betrifft, eine Mailingliste. Da steht der Zugang zur Mailingliste. Eben schon angesprochen, wir machen uns noch mehr Verwaltungsarbeit. Ja, leider Gottes, aber ohne Arbeit werden wir meiner Meinung nach strukturell keine Verbesserung erzielen können. Wir können weitermachen wie bisher, dann bleibt es, wie es ist. Wenn wir es verbessern wollen, müssen wir da leider Gottes Arbeit und Zeit reinstecken. Und die guten Ergebnisse, die wir erzielen in der Fläche, im Landtag zum Teil, im Landtag selbstverständlich auch, im Wesentlichen und überhaupt, nein, aber auch in der Fläche, in den Kommunen, in den Kreisen, die müssen einfach auch kommuniziert werden, intern und natürlich idealerweise auch extern. Damit die Menschen merken, Piraten wirken, damit die Piraten, die vielleicht nicht ganz so am Informationsfluss hängen, weil sie streng ihr Ding machen in ihrer Kommune, damit die mitkriegen, es läuft an vielen Stellen, es läuft sehr gut, Piraten wirken und Motivation finden dadurch. Nicht wegmachen. Weiterhin. Das kriegen wir nachher zur Verfügung gestellt, oder? So, und ja, ich werde den gleich irgendwo hinladen, ja. So, die Wahlkämpfe 2017 beginnen jetzt. Das ist natürlich teilweise Stand Anfang des Jahres. Die haben natürlich längst begonnen. Ich glaube, im Wahlkampfmodus sind andere Parteien dauerhaft, ne? Moni. Ja, da wird es intensiv, da wird's nickelig, nehme ich an, ne? Gut. Aber von uns Piraten sieht man eigentlich, wenn ich da Mann schreibe, meine ich damit natürlich die Öffentlichkeit, zu wenig. Ich glaube, da sind wir uns, sind wir alle einer Meinung oder gibt es Meinungen, die anders lauten? Nein. Und die strukturierte Verwertung der guten Arbeit vieler Piraten, ich habe jetzt oft genug dazu was gesagt, die abgestimmt mit einer Wahlkampfagenda, die ja auch noch in irgendeiner Form gesetzt werden wird, kommuniziert werden wird, einer dementsprechenden Timeline von jetzt bis und natürlich der Zusammenarbeit mit der AG Öffentlichkeit, mit Presse und so weiter, ist wichtig, wenn wir den 2017 ein bisschen besser reüssieren wollen, als was vielleicht jetzt in Aussicht haben. So, dazu Themenslot, tatsächlich Raum 404. Wir waren uns vorher einig, ohne miteinander gesprochen zu haben, habe ich den auch so benannt, alles klar. Und ein Pad dazu gibt es auch. Wer schnell abtippen möchte, steht da unten. Ich mag es jetzt ungern vorlesen. Dann lade ich euch jetzt alle ein ins Pad, weil das soll das Arbeitspad für den Slot sein. Es sei denn, du hast ein anderes vorbereitet. Genau. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Das war's. Ja, nee, jetzt nochmal zurück. Ja, bitte. Ja, dann so, lassen wir das. Die noch alle gar nicht fertig. Das ist ja doof. Also ich bin froh, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber ich habe mit so viel Resonanz für diesen Slot überhaupt nicht gerechnet. Danke, dass ihr alle hier seid. Ach so, das ist jetzt hier intellektuell der einfachste Slot, oder wie? Das ist der kühlste Raum. Ach so, der ist am nächsten am Raucherbalkon. Und am dichtesten am Raucherbalkon. Genau. Ja, danke, ich gehe jetzt rauchen. Du machst weiter, oder? Genau, ich muss ja gar nicht in irgendwelche Mikros sprechen. Ja, jeder kennt das irgendwie. Ich glaube, jeder kennt irgendwie selber die Situation. Die ist eigentlich schon fast ein bisschen zynisch. Wir sind eine Mitmachpartei, bei der keiner weiß, wie man mitmacht. Ich weiß damals, als ich in diese Partei eingetreten bin, damals, das klingt auch so lange irgendwie, als wäre das 2007 gewesen, das war erst 2013. Und 2013 war irgendwie diese Piratenpartei schon so eine Art Blackbox. Na, obwohl wir ja die Partei sind mit der Transparenz und so sagen wir das ja auch. Ich habe mich dann in Strukturen einarbeiten müssen. Ich weiß noch, ich war auf dem Landesparteitag 13.2 in Bottrop. Das war auch, glaube ich, der zweite in Bottrop. Ganz viele Leute kennengelernt. Das war eher so ein familiäres Verhältnis, wo man jetzt als Außenstehender das Gefühl hatte, als käme man gar nicht rein. Der Schlumpf sagte mal,
ist schon ziemlich elitär und irgendwie stimmt das auch. Jetzt bin ich irgendwie bin selber Teil dieser Familie geworden. Ne, ist einfach mal so, man hat sich reingefunden, man hat Leute kennengelernt, man kennt immer mehr Leute. Auch hier heute, ne, viele sehe ich das erste Mal, muss ich gestehen. Und jetzt ist es aber so, dass sehr viele Dinge gemacht werden, bei denen einfach keiner weiß, wie man da sich austauschen soll. Und jetzt ist eigentlich die total simple Idee, finde ich. Ich glaube auch, da haben sich schon Generationen an Landesvorständen irgendwie immer dran versucht und ich hoffe mal, ich bin nicht der Nächste, der daran scheitert. Daran ist es eigentlich auch eine ziemlich initiale Idee von Maya gewesen, die das da damals das erste Mal im Landesvorstand bei uns vorbrachte. Das ist kein Tool, das muss nicht programmiert werden doll. Ich hoffe, man hört mich, sonst fängt an zu leuchten oder so. Das ist eine Broschüre. Sage ich jetzt einfach mal ganz klassisch, das ist eine Broschüre, die Neumitglieder bekommen sollen. In dem aufgeschlüsselt steht, was diese Partei ist, wie diese Partei funktioniert, also wenn man so will, von mir aus mit einem Begriffsglossar. Und warum stelle ich das jetzt hier eigentlich auf dem kommunalen Vernetzungstreffen vor? Weil es heute eigentlich um diese Spalte geht, größtenteils. Beziehungsweise da erwarte ich vielleicht auch ein bisschen Feedback von euch. Nehmen wir mal an, in Bielefeld tritt jemand ein, ganz neu, und er sagt, super, ich bin jetzt Teil dieser Partei, tschakka, und jetzt? Okay, na gut, jetzt kann man sagen, hier gehen wir zum Stammtisch, unterhalte ich mal mit den Leuten, und dann sagt er, ja gut, Stammtisch ist irgendwie doof, passt nicht zu meiner Zeit, was mache ich jetzt? Und da würde jetzt wir, der Landesvorstand, beziehungsweise wir würden dann zu diesem Neumitglied, so ist das angedacht, jedes Neumitglied kriegt dann sowieso ein Heft zugeschnitten auf sein Bezirk, auf sein KV, auf seine Stadt. Welche Mandatsträger sind da drin, welche sachkundigen Bürger und so weiter und so fort. Also wer macht dort politische Arbeit? Was gibt es dort auch für politische Erfolge? Ich versuche mal hier ein bisschen weiter zu gehen. Genau. Ich erkläre da nochmal gleich ein bisschen was zu. Folienmäßig, wie gesagt, ein bisschen doof. Ich hoffe, ich appelliere einfach mal an die Fantasie. Und genau, man bekommt dann eine Unterlage, wo dann einfach steht, okay, zum Beispiel Bielefeld ist Michael Gugert, der macht ja politische Arbeit. Oder in Düsseldorf ist es, jetzt habe ich den noch vergessen. Genau, es ist Frank Render, ich kann jetzt nur, es ist Frank Render, der da Dinge tut. Und dann stehen da auch politische Erfolge drin, potenzielle politische Erfolge drin. Was hat man vollbracht? Was ist man im Begriff zu vollbringen? Also es erfolgt eine, ja, Sabine gleich am Ende. Wollen wir mal fragen am Ende. Keine Frage, ich war direkt dazu, aber es ist nicht so. Am Ende. Und dazu sozusagen eine kleine Vorstellung davon, wer sitzt da eigentlich für uns und macht da Politik. Das mit den Themen statt Köpfen, das lebe ich eigentlich, beziehungsweise versuche es immer, weil ich mir irgendwie immer sehr schlecht Namen merken kann. Also muss ich das mit den Themen machen. Aber es sind ja im Prinzip Personen, die da reingewählt wurden. Es sind Personen, die sich dort vorstellen sollen. Es sind auch Personen, die eben dort die Partei nach außen sowohl auch als nach innen repräsentieren. Ich habe diesen Slot, glaube ich, parteiinterne Propaganda genannt. Weil so soll das eigentlich auch sein. Ich bin zwar im Landesvorstand Beisitzer und kümmere mich ein bisschen so, was diese internen Geschichten auch angeht und wie kann man dort die Kommunikation verbessern. Und das sehe ich, weil es eben nicht unbedingt ein Tool ist, es ist eben kein Tool, das programmiert werden muss. Es ist keine Sache, die groß organisiert werden muss, sondern mein Plan ist jetzt, ihr kriegt, und das ist auch schon vorbereitet, nicht heute, aber in den nächsten Tagen, Wochen, eine E-Mail, zu der einfach Informationen abgefragt werden. Von euch, von eurer politischen Arbeit. Da werden natürlich auch Datensätze erfasst, die sind so total unpiratisch, wir erfassen Datensätze, die wir vielleicht niemals brauchen. Das wissen wir aber auch noch nicht. Und es dient dazu einfach, dass wenn jetzt jeder irgendwie auf einmal einen Diaspora-Account angibt, dann kann man sagen, okay, die Mehrheit der Leute hat einen Diaspora-Account, ich weiß nicht, kennt hier jemand Diaspora? Und wie dem auch sei, dann würde natürlich so eine Information abgedruckt werden, wenn nicht, dann nicht. Was so für Informationen
Gut, Foto, klar, Name, na, Anschrift irgendwie, beziehungsweise das, was eine Person, was ihr öffentlich wissen wollt, was vielleicht auch schon öffentlich da ist, soll einfach zu eurer Person dazukommen, vielleicht noch ein paar persönliche Worte, aber dann auch zu den politischen Informationen, in welcher Gruppe seid ihr da, in welcher Fraktion, seid ihr sogar Teil einer Koalition, habt ihr vielleicht die sogenannte Regierungsbeteiligung, politische Erfolge, und das ist ja eigentlich fast das Wichtigste, denn ja, es klingt total doof, aber das ist irgendwie, was ich versuche damit zu bekämpfen oder was wir auch versuchen damit zu bekämpfen, ist dieses, der allgemeine Stillstand. Wir sagten gerade 500 Leute und viele, meine Güte, 500 Leute, wo haben wir die denn auf einmal? Und viele zeigen sich gar nicht, viele glauben einfach immer, in diese Partei steht still und es passiert nichts mehr. Wir brauchen uns nur die Mailinglisten angucken häufig und das dient einfach mal, ihr tut die Arbeit, die Motivation für andere sein kann. Und so war das ja eigentlich auch gedacht, als viele in diese Partei eingetreten sind. Sie wollten etwas bewegen, sie wollten sich an Leute klammern, die schon Dinge tun. Genau. Und dafür ist diese Sache eigentlich vorwiegend gedacht. Vorhin auf der initialen Folie zeige ich ja auch noch eben AGs, AKs, Crews, SGs, KVs und so weiter. Wenn ihr nicht. Nö, muss jetzt nicht. Wenn ihr nicht nur Mandatsträger, sondern auch Amtsträger seid, dann wird eine andere E-Mail auf euch zukommen. Und das ist die einfach, das Erfragen, das ganz doofe Erfragen. Wann habt ihr einen Stammtisch? Funktioniert euer KV? Das ist natürlich erstmal auch eine sehr interessante Information auch für uns als Vorstand. Funktioniert euer KV? Wie viele Leute seid ihr im Kreisverband? Guten Tag. Und wie viele aktive Mitglieder seid ihr eigentlich? Was ist so eigentlich euer thematischer Schwerpunkt? Oder also gibt es einen im KV? Gibt es vielleicht Probleme auch im KV? Und solche Dinge werden dann auch abgefragt. Also nur so am Rande. Jetzt blättern wir einen weiter, vielleicht. Sorry, also diese ganzen Sachen, die dann abgefragt werden, das soll hauptsächlich an neue Mitglieder gehen dann? Komme ich gleich. Dass die dann. So. Genau, das Gleiche eigentlich über Fraktionen und Gruppen. Auch Informationen abfragen. Und da kommt jetzt ein für mich sehr kniffliger Punkt, muss ich gestehen. Ich bin der Datenschützer, auch so, und bin auch über diese Thematik mit in die Partei gekommen. Und nun wird abgefragt, welche Mitarbeiter bzw. sachkundigen Bürger gibt es. Diese Menschen sind so relativ selten oder gar nicht immer gelistet, auf Webseiten nicht öffentlich. Und das ist für mich dann fraglich und wie da die Kommunikation herrschen soll, da würde ich jetzt eigentlich auch auf Feedback von euch hoffen und auch warten, weil ich bin kein Mandatsträger. Herford sind null Piraten, die ein Mandat bekleiden. Und wie soll da die Kommunikation mit, ja okay, dann nehme ich jetzt hier mal Fragen, komm, Rüdiger. Nee, also wollte dir jetzt die Antwort drauf geben. Ja, das ist gut. Wir haben doch zum Beispiel in Bielefeld im Ratsinformationssystem sowieso Daten unserer Mandatsträger. Also zumindest könnte man die doch veröffentlichen, die ja sowieso genau jedem Menschen zur Verfügung stehen. Also die sachkundigen Bürger und sachkundigen Einwohner, die stehen zumindest alle drin und unsere beiden Mandatsträger stehen ja auch drin mit Telefonnummer und Adresse. Also dann sage ich mal noch ein paar Worte dazu. Genau, also im Prinzip stimmt das auch, da gebe ich dir recht. Hätte aber gerne auch ein Profil der Leute gehabt, wie sie eben auch bei den, in Anführungszeichen, echten Mandatsträgern ist. Ja, also dass auch diese Leute sich vorstellen können und diese Leute eben auch Gelegenheit bekommen, einen Platz in dieser Broschüre zu erhalten. Maja. Ja, gleich. Entschuldigung, ich wollte nur was dazu sagen, weil er sagte, das wäre meine Idee am Anfang gewesen. Also meine Anfangsidee damals, als ich noch im Landesvorstand war, war ja zumindest, wenn jemand neu eintritt, zu sagen, ja, wir schicken euch mal ein Welcome-Paket, ein Hallo, du bist jetzt Mitglied, willkommen. Ja, also oft ist ja höchstens so, ja, du bist jetzt Mitglied, du hast jetzt Nummer so und so und das war's. Und Dennis hat das quasi weiterentwickelt, dann zu sagen so, ja, willkommen in der Partei und übrigens diese Leute kannst du, wenn du aktiv werden willst, vor Ort ansprechen. Ja? Nein, meine Frage, Broschüre, gehst du jetzt von etwas Gedrucktem aus? Ja. Ich komme jetzt. Gemacht. Das ja. Gedruckt, ja, ich weiß, das ist bei Piraten immer total unbeliebt und so. Nein, nein, das geht überhaupt nicht. Aber ich finde. Darf ich mal. Lass sie doch mal ausreden. Ja, darf ich auch ausreden? Ja, ne? Also, gedruckt ist gar nicht. Ich halte gedruckt nicht für wirklich informell. Bei den ganzen Veränderungen in der Piratenpartei, von Leuten, die hin und her sind, ist das Gedruckte nach einem halben Jahr nichts mehr wert.
Endeffekt. Ich könnte sehr gut mit der Idee leben, ein Willkommenspaket zu schreiben. Oder ein, wo man sagen würde, lieber Pirat, wenn du einsteigst, findest du eine Webseite, wo alle Informationen draufstehen, die du brauchst. Auch die aktuell mit dem Mandatsträger. Alles, was gedruckt ist, ist nach einem Jahr Müll im Endeffekt. Das ist ja jetzt die Diskussion um die Relevanz dessen. Beziehungsweise, ob das überhaupt rechtfertigt ist. Die bitte haben eine Idee jetzt. Kann ich mir jetzt auch noch gleich was dazu sagen? Nee, ich möchte hier nur eine grundsätzliche Idee dazu haben. Okay. Ich meine, gedruckt hört sich ja jetzt an, ich mache irgendwie eine Druckfahne, gebe die in eine Druckerei und mache davon 1000 Stück. Das kann es ja, denke ich, dann nicht sein. Nö, aber wenn du jetzt eine Datei hast, die du auch immer aktualisierst und die dann ausdruckst, dann ist es aber was ganz anderes. Jetzt mache ich deine nächste Folge, meine nächste Folge. Ich hätte das gerne von Maya zu Ende gehört. Ja. Ich weiß nicht mal, wo ich stehen geblieben war. Nein, also es war tatsächlich so gemeint, dass es dann auch aktualisiert, also nach Möglichkeit aktuell bleibt und dass dann immer, dass wir eine Datenbank haben, wenn jemand neu antritt, können wir sagen, ah, Bielefeld gucken wir an und wird ausgedruckt. Ja. Denn im Prinzip ist es so, wir drucken nicht 12.000 Stück und hoffen jetzt auf eine große Eintrittswelle, sondern da steht tatsächlich ein bisschen was hinter und das ist der Mitarbeiter bei uns, das ist hier zum Beispiel der Martin. Behandelt ja auch Neueintritte und so weiter, dass dann einfach gesagt wird, okay, Postleitzahl wird eingegeben, das und das sind die Informationen. Es ist sowohl die Landtagsfraktion wird da abgedruckt, als auch die Landschaftsverbände, als auch eben Kreisverbände bzw. Kreistagsmitglieder, als auch Stadträte und so weiter. Das wird dann alles ganz präzise gemacht. Also der KV Wesel braucht nichts über den VKV Herford zu wissen. Das ist, naja gut, vielleicht schon. Darüber kann man sich informieren, aber das ist einfach Unfug, wenn das abgedruckt wird. Das wäre ja dann eher was für die Regionalpiraten. Genau. Genau, das neue Mitglied. Und jetzt ist es mein persönlicher Wunsch, das ist jetzt vielleicht noch eine andere Sache, mein persönlicher Wunsch ist, dass das eigentlich jedes Mitglied bekommt, nicht nur Neumitglieder. Und das ist jetzt nämlich die große Krux an dieser Geschichte. Ich glaube, wir haben den Porto mal ausgerechnet, alleine den Porto, wenn das jedes Mitglied bekommen würde, wäre es 5.000 Euro. Ohne Druck. Ja, Rüdiger gleich. Nochmal. Und das ist sehr viel. Und jetzt bin ich am Überlegen und vielleicht eine Lösung. Die KVs können solche Dinge bei uns bestellen, ne, Parteienfinanzierung hin und her, oder sie können es selber drucken, weil dieser sogenannte Informationsgenerator, sage ich mal, der live erhoben werden kann und auch erhoben werden soll, initial wird das jetzt erstmal manuell erfolgen, soll später eben von den KVs selber auch gedruckt werden können, wenn sie den Bedarf danach haben. Okay, jetzt sehe ich hier ganz viele Hände. Sabine, du wolltest jetzt schon die ganze Zeit. Ja, zwei Sachen. Das eine, Sie müssen ja nicht gedruckt verschicken, sondern es kann von den einzelnen Leuten womöglich ausgedruckt werden, wenn es als PDF kommt. Das andere, das ist aber nur so nebenbei. Das andere ist, was hier heute sich trifft, sind, soweit ich das beurteilen kann, Piraten, die in Mandaten sitzen, oder sachkundige Bürger und eh schon arbeiten. Stimmt so. Das andere ist, zentral etwas zu wissen, wer macht wo was, ist mit Sicherheit ungeheuer wichtig, auch mal Telefonnummern zu haben, denn das sind alles keine geschützten Daten mehr, da wir alle bekannt sind und öffentlich als Mandatsträger. So, selbst die sachkundigen Bürger. Das fände ich eine gute Idee. Ansonsten, ertrinken wir in allen möglichen, entweder Mailinglisten oder dies oder das. Die hier arbeiten, müssten dann ja auch noch überall immer wieder alles eintragen, auf den neuesten Stand bringen. Das heißt, ich müsste jetzt zusätzlich zu allem noch immer berichten, irgendwohin ist egal, was ich im LWL mache, was wir da erreicht haben, was wir auf der Anträge gemacht haben, im Kreistag genauso. Das wäre ja ziemlich geil eigentlich, wenn du das berichten könntest. Ja. Das wäre eigentlich ziemlich geil, ne? Ja. Also haben wir selber verstanden und das gleiche, also das spielt ja auch das von Masch wieder, das Regionalpiraten, dass es einfach eine Berichtsform auch gibt. Das machen einige. Ja. Ich sehe es ja auf der Liste Kommunalpiraten, da läuft das. Andere machen es nicht. Das ist also keine zuverlässige, was passiert gerade wo kann ich was benutzen. Genau. Und da mache ich eher, dass ich nachhake, weil ich also in der Regel ändert sich ja zum Beispiel der Name nicht alle 6 Monate. Nein. Und das ist 20 nicht. Genau, das ändert sich in der Regel nicht so häufig. Aber ich meine dazwischen. Okay, dann mach dazwischen. Also wenn du einen Antrag stellst in deinem Kreistag, ja, dann ist der im Kreistagsinformationssystem öffentlich einsehbar. So ist es. Und wenn es jemand gibt, der sich um auch deinen Kreis als Regionalkoordinator kümmert,
dann kann der danach gucken und dann kann der das kommunizieren. Dann musst du nicht selbstständig irgendwie noch weitere Tools und irgendwelche Inhalte einpflegen. Dafür muss es dann einen Menschen geben, der dich möglicherweise dann auch regelmäßig anspricht und sagt, da will aber niemand Neues. Dafür muss es Menschen geben, ja? Ja, klar. Also die zwei Sachen, also nochmal, was sich vielleicht laufend aktualisieren könnte, sind ja einfach die politischen Erfolge. Das möchte ich dir nicht sagen, was dein politischer Erfolg ist. Das hast du selber zu bestimmen und sagen, das war eine ziemlich geile Aktion von mir, beziehungsweise ein ziemlich guter Antrag. Der Antrag ist durchgekommen, folgende Sachen konnten wir dadurch bewegen. Also was hältst du für sehr repräsentativ, was du getan hast? Da kann ich sagen, das sehe ich zwar ganz anders, ich finde das andere viel besser, darüber lässt sich diskutieren, aber darum geht es eigentlich, dass die Mandatsträger das selber schreiben können, beziehungsweise Fraktionen oder Wählergruppen. Jetzt nochmal eine ganz kurze Sache, warum eigentlich gedruckt, also warum nicht irgendwie als PDF? Natürlich gibt es das auch als PDF dann, ne? Und das ließe sich auch kostenlos machen und das machen wir natürlich auch kostenlos. Ich kenne das von Digital Courage, ich mache jetzt mal ein bisschen Fremdwährung. Digital Courage hat mir, als ich damals eingetreten bin, gesagt, guck mal hier, hast du da einen Umschlag, hier ist ein KM DIN A4 Umschlag, ziemlich dick an. Einerseits waren ein paar Aufkleber dabei, ne? Also die sogenannte Welcome-Geschichte. Aber es waren auch sonstige Informationen dabei, wie funktioniert diese ganze Struktur, was machen die eigentlich? Das war in gedruckter Form. Die Eigenheit bei mir ist, der irgendwie ganz viele Informationen immer wieder durchblättert und so weiter und so fort. Ich habe hunderte von Links, die ich anklicke, neuer Tab und die sind da bis heute auf, seit September 2013. Und diese Informationen, digitale Informationen, versanden bei mir. Habe ich aber eine schriftliche Information, zum Beispiel von Digital Courage, die habe ich mir tatsächlich nicht dann durchgelesen, sondern einige Wochen später, aber die lagen da und ich habe sie immer wieder gesehen. Und das war für mich dieser persönliche Erinnerungseffekt. Das mag sein, dass es bei vielen anders ist und dass viele andere auch sagen, nein, sobald ich ein PDF erhalte, werde ich es lesen und abarbeiten. Gut, das ist ja, kann jeder machen, wie er will. Kann man zusätzlich machen. Also dieses PDF kommt ja zusätzlich. Ne? Ich meinte das nicht, sondern ich meinte es als Kostenersparnis. Wenn ihr es druckt das und verschickt, wird das, wie du schon sagtest, Pi mal Daumen, 5.000 Euro plus. An jedes Mitglied. Aber das, erstmal gehen wir von Neumitgliedern aus und das ist bei weitem viel geringer. Ja. Das andere müssen wir sehen, wie wir das finanzieren. Und da wäre es natürlich mein Wunsch, wenn das aktive Mitglieder bekommen würden, wäre natürlich ein großer Schritt. Und wenn das alle Mitglieder bekommen würden, weil viele sind nicht aktiv, weil sie glauben, dass diese Partei nichts tut. Die sagen, hey, ich habe euch gewählt, ich bin in diese Partei eingetreten, aber ich höre nichts mehr. Ja. Und dann, ja schön, ist doof, ne? Von manchen haben wir ja auch nur die Postadresse. Okay, wer ist jetzt, ich möchte das hier nicht in einem Faustkampf ausarten. Da hinten habe ich zwei Meldungen zuerst oder vor dir gesehen. Ja. Das ist okay. Wir melden schon die ganze Zeit. Ja. Also, ich denke mal, ihr zeugt das ganze Pferd von hinten auf. Weil, warum könnt ihr nicht erklären, jeder Kreisverband, jeder VKV meistens, haben Verwaltungsberaten. Warum gibt der Landesverband nicht schlichtweg eine Mail an diese Piraten aus? Hier, ihr habt Neumitglied, meldet euch mal. Dadurch haben die nämlich sofort den direkten Kontakt zu ihrem Neumitglied. Er hat seinen Ansprechpartner. Ihr spart euch Tausende von Kohle für irgendwelche sinnlosen Flyer und könnt da durchaus auch Zeit und auch Arbeit sparen. Darf ich dazu was? Ja, ich antworte mal direkt. Es gibt einige KVs, die machen das so. Ich glaube zum Beispiel der KV Bielefeld, hatte ich auch schon mal mitgesprochen. Die sagten, ja, sowas Ähnliches gehen wir an, sowas Ähnliches wollen wir machen. Aber das ist natürlich KV-Information. Welchem KV bist du? Oder VKV? VKV Rheinsberg und da war okay. Hat ja dann sowieso schon seine Datenschutzerklärung, also genau. In dem schickt, hat er da überhaupt keine Probleme. So. Hat er datenschutzmäßig überhaupt keine. Genau. Jetzt kriegst du ein Neumitglied, RIN, ne? Und sollst dann eben auch die Informationen zu den landesweiten AGs und AKs rausgeben. Weil das ist jetzt meine Sache, meine persönliche Sache. Viele andere kenne ich aber auch, die sagten kommunal, pff, das interessiert mich nicht die Bohne. Das ist zwar schön, um mit den Leuten mal Pizza essen zu gehen oder so weiter auf dem Stammtisch, aber mich interessiert Landessache. Was passiert auf Landesebene? Was ist Flüchtlingspolitik auf Landesebene? Was ist Bildungspolitik auf Landesebene? Und diese Sachen würden dann natürlich auch drin gesammelt werden. Ich verstehe, was du meinst. Jetzt ist es nicht so, dass der LV NRW einer von 16 Bundesländern ist, beziehungsweise einer von 16 LVs ist, der irgendwie auf diese brandneue Idee kam. Ich habe das mit Hermie abgesprochen auch schon und die hat nicht dieselbe Idee, aber denselben Ansatz auch. Und die planen das auch. Also das soll dann
wir können jetzt eben Landesebene erfassen und das soll dann eben hochgehen bis auf Bundesebene. Die Information, die wir dann erfassen und sammeln, ist dann wird dann hochgegeben auf Bundesebene. Und irgendwann kriegt dann einfach ein Neumitglied, gekettet runter durch vom Bund bis zu seiner Kommune. Genau, das sagte ich auch. Also Generationen an Vorständen haben sich daran versucht. Aber lass uns doch die Reihenfolge anhalten. Ja, ich bin hier jetzt. Ja, ich hab euch auch einen Kreis, um mit Paket zu sprechen. Genau, die Idee mit dem Willkommenspaket gibt es schon ewig, überfrachtet es nicht. Allgemeine Informationen des Landesverbandes, was sind die wichtigsten Seiten, die wichtigsten Kommunikationsmittel? Ja. Wenn jemand Interesse an der Arbeit hat, der kommunalen Mandatsträger, ja natürlich sollten vor Ort die Piraten in den VKV, wie auch immer, die Verwaltungspiraten, die Info kriegen, hier gibt es ein neues Mitglied. Falls dieses an kommunaler Politik Interesse hat, sollte man Informationen haben wie, was sind die thematischen Schwerpunkte, wie findet man das Ratsinformationssystem, weil das ist auch überall anders und die öffentliche Seite ist teilweise eine andere wie die Drucksachenübersicht. Das ist was ganz anderes. Erfolge, das macht man nach außen und da geht es häufig nach Quantität. Machst du einen Antrag raus oder splittest es in 10? Teilweise sind Erfolge so, dass ja die Verwaltung hat gesagt, die macht das und dann kommt irgendeine Fraktion an und lässt nachher das dann nochmal beschließen. Das ist Unsinn. Was sind für uns Erfolge? Ist teilweise, wir haben für Transparenz gesorgt, wir haben irgendwas aufgedeckt und wir haben hier eine gut laufende Arbeitsgruppe. Das thematische Schwerpunkte ist für die Piraten teilweise viel interessanter. Wo haben wir aktive Piraten in Verkehrspolitik oder Sozialpolitik? Genau, und das ist ja jetzt diese Information. Ist ja nicht für eins, also die sind jetzt hier, lässt sich das schön in einer Broschüre umwandeln. Kann aber auch für Regionalpiraten genutzt werden. Und Erfolge sind einfach, ich sage es mal so, ich bin es leid mittlerweile, dass diese Partei sich selber schlecht redet auf eine unglaublich großartige Art und Weise. Und das, weiß ich nicht, für mich gilt das sozusagen, okay, das kostet relativ wenig, das ist ziemlich leicht zu machen, es ist kein neues Tool, was programmiert werden muss und so. Und da... das ließe sich dadurch meiner Meinung nach zu großen Teilen abbilden, beziehungsweise vielleicht auch beheben. So jetzt. Ja, Punkt 1 ist, gibt es eine Aufnahme von den weißen Flecken in NRW? Grund dazu, ich bin 2012 die Idee gehabt, mich politisch irgendwas zu machen, mal wieder nach Familie und so weiter Arbeit geraten. Das, was da war, zwei Jungs, Informatik, Physik, klar droht sich das an. Wir haben ein bisschen darüber erzählt, wir haben diskutiert. So, jetzt habe ich versucht, Kontakt zu Piraten aufzunehmen. Ja? Schön, ich kann irgendwo einen hingehen, wie ich hier höre, da Bielefeld oder sonst was. Habe ich versucht, in meiner Gegend, wo ich wegkomme, war nichts. Da habe ich gedacht, mach es einfach mal, tritt einfach mal bei, was da passiert. Jo, bin ich eingetreten und nichts ist passiert. Dann habe ich versucht, irgendwo hinzukommen, da Leute mal zu aktivieren. Leute, kommt mal nach uns hin, weil Potenzial ist überall. Wenn wir das nicht sehen, brauchen wir ab 2017 gar nicht mehr zu denken. Boom. Erst. Gibt es sowas? Das ist die erste Frage. Die zweite ist von mir eine Anmerkung, weil ich ja selber meine eigene Haut miterlebt habe. Ganz toll, Begrüßungspaket und auch als PDF-Partei. Ganz toll. Demjenigen Mitglied die freie Wahl lassen. Was möchtest du? Möchtest du was in der Hand? Möchtest du das lesen? Weil wir müssen ja gucken. Ne? Es sind ja nicht alle so weit, dass sie sagen, ich nur PDF oder was. Es gibt ja auch Leute, ich rede in Dortmund mit sehr vielen, ich wohne seit 3/4 Jahr hier, auch Älteren oder was. Die haben Bedarf, die möchten mit einem reden, die nehmen auch gerne was in der Hand, wo sie selber sich abends hinsetzen können und durchkommen. Die sollten wir auch nicht vernachlässigen, weil sonst kommen wir nicht an unser Ziel. Ja, wir können nicht eine gewisse Gruppierung haben. Die beiden Fragen habe ich. Erste, gibt es eine Aufnahme von den weißen Flecken? Ja? Ich sage nur ein Beispiel, Kreis Höxter, Warburg, versuchen Sie da mal irgendein Pirat zu kriegen. Das ist, ich nenne es, also da gibt es Wilk Spieker, ganz bekannt, aber es ist die Inventarisierung des politischen Kapitals, das wir haben. Und das haben wir nicht. Nö. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist absolut beschissen. Und ich kam in diesen Vorstand auch rein und habe mich nicht vor einem Scherbenhaufen, das ist ein ganz großer Unfug, ich habe mich vorgefunden und dachte, oh, ich habe gedacht, das ist eigentlich schon alles bekannt. Und ich habe gedacht, das wäre alles irgendwie laufend. Und ich habe gedacht, das wäre... Nein, war es nicht. Und weiße Flecken müssen aufgenommen werden.
Haben wir nicht. Wie sollen wir es machen? Weiß ich nicht. Für mich ist es irgendwie so durch so eine Umfrage, hey, ich schreibe den mal an, wenn er keine Antwort hat, gut, dann ist da keiner mehr. Und so geht das los. Also zum Beispiel Masch, ich denke mal, da wird auch noch eine Umfrage folgen. Da wird es eine Umfrage geben zum Beispiel. Hey, bist du überhaupt aktiv? Was interessiert dich eigentlich? Denn das hatten wir auch schon mal bei uns, nicht nur intern, sondern auch mit der Fraktion abgesprochen. Wie kann man Informationen an Mitglieder einzeln kanalisieren und so weiter? Und das wäre auch zum Beispiel damit abgedeckt. Und weiße Flecken existieren nicht, dient auch alles dafür. Also es ist ja nicht, dass ich jetzt sage, okay, wir sammeln jetzt diese ganzen Informationen und drucken daraus eine schöne Broschüre. Nein, das ist einfach, wir sammeln auch diese Informationen einfach, um arbeitsfähiger zu sein, um wissen, was ist unser politisches Kapital, was ist überhaupt unser Mitgliederkapital. Und das haben wir aktuell nicht. Also es gibt jetzt noch 5 Wortmeldungen. 5? Das Stichwort Umfrage ist gelaufen. Umfrage in der Piratenpartei ist natürlich im Moment ein Thema, wo ich mich nicht weiter zu auslassen möchte, außer dass ich sage, dass die Umfrage, die hier in NRW laufen sollte, auch angelaufen ist, dann wieder gestoppt wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen, genau diese Frage unter anderem auch bedienen sollte, nämlich weiße Flecken herauszufinden und eventuell bunt, nämlich im Nachgang dann bunt zu kriegen. Reihenfolge Wortmeldung, dann geht es jetzt bei dir weiter. Also prinzipiell, die Idee ist ja, okay, habe ich gar kein Problem. Mit dem Drucken hätte ich meine Probleme, weil das eine Menge Geld bindet, die man andererseits einsetzen könnten. Auch das Sammeln von Informationen, dringend notwendig in einer vernünftigen Form für jeden abrufbar. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Problem, wenn man als Neumitglied in die Piratenpartei eintritt. Man, wie der Kollege schon sagte, man erfährt nichts. Du kriegst eine Überweisung auf das Geld und danach hört man von der Piratenpartei nichts. Aber das ist doch genau der Punkt, den er ja ändern möchte. Wo ist ja meine ja. Also da ist ein Ritt. Ich war noch nicht fertig. Genau, also ich bin erzählt. Gut, also das ist ein Problem. Aber ein viel größeres Problem ist, die Leute, die schon in der Piratenpartei eingetreten sind, die jetzt überhaupt nicht mehr aktiv sind, woran liegt das? Habt euch das schon mal gefragt, woran das liegt, was wir jede Menge Mitglieder haben, die nicht aktiv sind oder ihre Aktivitäten aufgegeben haben? Und das liegt größtenteils daran, oder meine persönliche Vermutung ist, dass das daran liegt, dass es mit dem Umgang mit der Piratenpartei unheimlich schwierig ist, Informationen zu bekommen oder Informationsmaterial zu bekommen, eine unendliche Schwierigkeit. Ja, das ist der ganze Prozess Kommunikation mit den Mitgliedern ist nicht effektiv. Ja? Da würde ich aber als erstes mal ansetzen und sagen, okay, bitte mach das. Ja, das ist ein Teil, nur ein kleiner Teil. Also das ist jetzt, wenn ich das... Genau, also deswegen sitzen wir hier gerade und es ist erfreulich, dass das Feedback kommt und deswegen stehe ich hier sogar, wenn man so will. Dient ja deswegen auch. Also wie gesagt, mein eigener Wunsch wäre, jeder kriegt so eine Broschüre als PDF, wie auch immer, ne, können wir klären. Aber dass man Informationsmaterial bekommt. Wie gesagt, ich wusste, hätte sie mich 2013 gefragt, was ein Satzungsänderungsantrag ist, ich hätte keine Ahnung gehabt. Ne, das ist ja natürlich ein ganz großer Formalfu. Ich habe jetzt erst... Gut, das mag auch zeitlich bedingt sein, dann komme ich gleich noch zu einem anderen Punkt, zeitlich bedingt sein, erstmal die ersten Programmanträge für den Landesparteitag geschrieben. Und diese sogenannte Mitmachpartei, die wir ja sind, da kann nicht einfach nur irgendwie jemand mitmachen, sondern es sollte auch jeder mitmachen und irgendwie muss jeder abgeholt werden. Jetzt haben wir gesehen, deswegen die Kritik auch von da hinten, das können auch die KVs machen. Denn in der Vergangenheit hat das aber nicht funktioniert, um es jetzt mal ganz doof zu sagen. Das hat einfach über viele Jahre nicht funktioniert. Ja, und die wollen wir jetzt erfassen. Und ob wir das dann in die Hände der KVs legen oder in die Hände des LAFOs, das ist dann wieder eine unterschiedliche Sache, beziehungsweise da ist... Und das ist eine Sache, die man eben freistellen kann. Da müssen wir mal gucken. So, noch 5. Die Zahl der Aufmeldungen. Okay, fange ich mal an. Wolf aus dem Rhein-Sieg-Kreis. B, wir machen das seit mehreren Jahren. Das heißt, jeder, der eintritt, bekommt ein Begrüßungsschreiben. Der bekommt eine Schatzkarte mit Informationen, wo er sich einbringen kann, wo die Stammtische stattfinden, wann die nächsten Termine sind. Und das übrigens auch in gedruckter Form. Plus ein Begrüßungsgeschenk, also in dem Fall ein RSK-Button. Und natürlich eine Geburtstags-Mail. Das ist zwar manuell, aber wird gemacht. Das heißt, das können wir gerne mitnehmen. Ich würde aber euch empfehlen, macht die Arbeit doch bitte nicht doppelt, weil letztendlich müssen wir die machen, sondern sammelt das für die Regionalpiraten und hierfür in einem Stoß. So, das Zweite, ich kann jedem Verband nur raten, verlasst euch nicht drauf, was von euch im Ratsinformationssystem landet, weil da landen nämlich nicht eure Anträge, sondern nur die Sitzungsprotokolle.
was davon woher kommt, da muss man so schon sehr stöbern. Wir haben mit den Regenbogenpiraten, das ist zwar Eigengewächs, aber da sind alle Anträge, Anfragen nochmal selbst drin. Natürlich werden auch über die Erfolge berichtet und die SKBs vorgestellt und so weiter. Das sollte man eh machen, wenn man politisch aktiv ist, und das könnte man dann hier weiterleiten, dass es nicht so viel Aufwand ist. Und zu den Printmedien habe ich tatsächlich Bedenken, weil ihr redet über eine individualisierte Form von Broschüren, also gleich Mehrseitern. Da hast du zwar vielleicht ein paar Informationen drin, die sich wiederholen, aber durch diesen Zuschnitt auf KV gehst du in den Bereich Digitaldruck, das wird immens teuer und da sind die Portokosten das geringste Übel dran. Also von daher wären PDF-Modelle oder Webseiten, die halt so eine Art Landingpage sind, wo diese Informationen, die ihr von den KVs bekommt, akkumuliert werden, zu bevorzugen. Rein auf Kostenseite, wir brauchen das Geld nämlich noch für einen Wahlkampf. Und Ich kann aber auch Wahlkampf hilfreich sein, weil die Broschüre muss nicht nur an Piraten gehen, ich kann natürlich auch gestreut werden. Das ist nämlich eine andere Sache, die würde in einer abgespeckten Form, und da würde ich sie tatsächlich hin, auch gedruckt schicken, einfach weil man sich gerade in diesem Kreis sehr viel darauf gibt, auch an Presse gehen, wenn man wollte. Wenn der KV das will, wenn die Mandatsträger, die Kommunalen das wollen, würde das eben auch an Presse gehen, damit diese Partei auch transparent gegenüber oder transparentär gegenüber der Presse ist, wie sie funktioniert. Vor Dirk habe ich noch seinen Nachbarn als Meldung. Ich wollte noch eine Anmerkung machen zum Thema Erfolge. Machst du ein bisschen lauter, wir haben ja auch die Erfolge waren ja vorhin auch ein Thema. Also wenn irgendjemand zu den Stammtischen kommt oder jemand sich auf der Mailingliste meldet oder wie auch immer, ob er schon Pirat ist oder nicht, dann ist eigentlich immer eine der ersten Fragen, was macht ihr eigentlich, was habt ihr schon getan, wo tut ihr eigentlich was, ich sehe überhaupt nichts von euch. Und genau an der Stelle würde ich genau diese Erfolge nämlich sehen, genau das, was du nämlich gesagt hast, halt genau diese Sachen zu sammeln, was wir alles schon getan haben, wo wir aktiv waren, wo wir erfolgreich waren vor allem, dass wir genau diese Sachen sammeln. Und wenn wir kommunal aktiv sind, haben wir nicht unbedingt die Möglichkeit, eben wirklich alle Erfolge irgendwo selber immer im Blick zu behalten und dann den Neupiraten halt zu sagen, so, wir haben übrigens hier all diese tollen Erfolge, sondern wenn wir das wirklich dann halt an dieser Stelle im Prinzip zentral dann das Ganze machen, dann haben wir einfach den Vorteil, dass wir von überall die Erfolge sammeln können und dann mit einer gewissen lokalen Relevanz, würde ich dann mal vorschlagen, dann entsprechend auch an die Neupiraten dann mitteilen können, dass die halt auch genau diese Informationen bekommen. Wenn wir genau diese Erfolge, aber zum Beispiel auch außerhalb des Begrüßungspakets dann sichtbar machen, im Portal oder immer, dann kann man zum Beispiel dann auch bei jemandem, der noch nicht Pirat ist, am Stammtisch sagen, guck mal hier, haben wir so ein paar schöne Sachen, da kannst du mal durchgucken. Da antworte ich, also das ist genau das, was ich meinte, Entschuldigung, dass es da nicht so rübergekommen ist. Für mich, wie ich das konkret jetzt halt auch sehe. Und genau. Das war jetzt eher Bestärkung jetzt nicht. Ja, das finde ich auch gut. Also das ist, also diese Erfolge natürlich, die sollen ja nicht nur irgendwie gedruckt werden und vielleicht versanden sie auf Papier. Ne, das ist ja Quatsch. Sondern diese Erfolge können über Mailinglisten gehen, die wir dann vielleicht im Wochenrhythmus, Monatsrhythmus einfach rüberschicken. Hier, KV Wesel hat das gemacht, Düsseldorf das, Bielefeld jenes. Und in Herford ist nun VKV, keiner Mandatsträger, aber dort ist Folgendes passiert. Und dass das einfach mal auch darüber geschickt wird. Also dass dann einfach diese, wie ich vorhin sagte, die positive Propaganda herrscht. Weil ich sagte es einmal, wir sind großartig im Schlechtreden, aber über das Gute, was wir tun, das ist sozusagen, das wird als Selbstverständlichkeit abgetan, aber das ist es nicht. Und wir machen unglaublich viele gute Sachen, ihr macht unglaublich viele gute Sachen, also wir als Partei, ihr als Mandatsträger eben auch und als Bürger, und darüber sollten wir reden. Und da sollten wir von mir aus jedem Mitglied mit auf den Sack gehen, wenn ich so will. Das soll auf die Mailinglisten kommen, das vielleicht auf die kommunalen Mailinglisten, zum Beispiel unsere KV Herford-Mailingliste, da schreibt niemand. Also niemand. Und ich weiß aber, jemand hat letztens Freifunk-Router in einem Flüchtlingsheim installiert, auch einen Pirat, in Piratennamen und so weiter, und hat das einfach nicht kundgetan. Davon weiß keine Sau, selbst parteiintern, selbst KV-intern noch nicht mal. Und
das ist einfach, diese Barriere muss einfach durchbrochen werden, und das ist eben das, was du auch mit Erfolgen meintest. Also jeder hat zu bewerten, was sind denn jetzt wirklich Erfolge? Und wenn ich einfach sage, ich habe damals im KV Herford eine LED-Throwy-Aktion gemacht, ist super angekommen dort, klopfe ich mir immer noch mit auf die Schulter, finde ich super. Ja, aber das kann eben ein Erfolg sein, so wie du sagtest, der eben auch publiziert werden kann. Sind halt nur die Sachen, über die gesprochen wird. Gesprochen wird nur über die Sachen, die schlecht sind, die fehlschlagen sind. Ja, aber da muss jetzt irgendwo Gutes und Sprichwort. Genau, ich wollte noch eine kleine Randbemerkung noch machen. Übrigens gibt es die Seite Begrüßungspaket im Wiki schon seit 2006. Willkommen, ja? Willkommen. Danke dir dazu. Ich möchte nur alle drum um eins bitten. Nämlich, lasst uns nicht wieder gute Ideen schlecht reden. Ich finde die Idee super. Und ich finde sie auch gut, wenn wir es hinkriegen, dass sie irgendwie gedruckt an die Leute jetzt verschicken. Weil ich glaube, damit erreichen wir mehrere Dinge. A, sind das wichtige Informationen wohl für neue Mitglieder, aber ich glaube auch für viele unserer alten Mitglieder, die sich mittlerweile zurückgezogen haben, die vielleicht sich auch zurückgezogen haben, weil sie gar nicht mehr wissen, wo sie was finden und wie sie wieder reinkommen, ja, an wen sie sich jeweils wenden können. Und ich glaube, mit so einer Broschüre, mindestens digital, aber vielleicht sogar auch gedruckt, könnten wir eine Menge Leute wieder reaktivieren. Und wir könnten neue Leute damit gewinnen. Und wir könnten denen, die neu zu uns kommen, die Möglichkeit geben, reinzukommen. Ich finde die Idee super, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss alles rein, von KV-Ebene bis hoch, bis zum Landesebene. Das muss einfach drin sein. Das muss aktuell sein, ja, damit die Leute wissen, an wen sie sich wo wenden. Ja, und da ist natürlich die digitale Ebene die wichtigere Ebene. Und lasst uns mal durchrechnen, was der ganze Spaß kostet, und uns dann darüber unterhalten, wie wir die ganzen Sachen finanzieren. Weil ich glaube, dass wir das schon finanzieren können, ohne uns vielleicht auch ohne den Landesverband zu sehr damit zu belasten. Ja. Das schlafende Potenzial, was ich eben angesprochen habe. Jetzt war Sandra die nächste. KV Krefeld, Sandra Mörs. Wir haben schon, ich bin 2012 eingetreten, da habe ich eine Schatzkarte bekommen, direkt auf dem ersten Stammtisch, um mich zu orientieren, was ich bei den Piraten möchte und welche Tools ich bestellen muss bzw. beantragen muss, um wirklich vernünftig mitarbeiten zu können. Dann gibt es die Funktion eines Newsletters, das hat der Markus Wetzler mal rumgeschickt. Der macht das im Cast mit einem Newsletter. Der hat wirklich alle seine Erfolge mit dem Stadtrat dort untergebracht und hat das dann auch kommuniziert über Mailinglisten und über die sozialen Netzwerke. Also diese Funktionen, die da aufgebaut werden sollen, die gibt es zum Teil schon. Die müssen dann natürlich erweitert werden. Und was ich natürlich jetzt ganz toll finden würde, wenn sowas neu erarbeitet wird, dass man sich auch an den Sachen anlehnt, die schon vorher erarbeitet worden sind. Dass da nicht praktisch wieder was Neues obendrauf kommt, sondern nur was Erweitertes. Also das ist an den KVs bzw. VKVs auch selber überlassen. Also das lässt sich eben modular aufbauen. Und also ich nenne es mal modular aufbauen, das klingt auch wieder so toolmäßig, aber das ist einfach, da druckt man, also man, vielleicht publiziert man einfach nur weniger Seiten. Oder einfach Seiten, die der KV selber macht, müssen einfach nicht neu publiziert werden, weil es der KV oder VKV eben selber schon tut. Und dass es da Systeme gibt, die auch funktionsfähig sind, also Systeme von wegen Prozess, das weiß ich. Also das ist auch gut so. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht irgendeiner, der hergelaufen ist und sagt, ich habe jetzt hier die Lösung aller Probleme, ne? Und total neu. Der ist genau. Kein hergelaufener. Das ist genau, ja, also... wie Maya vorhin sagte, was willst du eigentlich präsentieren? Und sie sagte, großartiges, das war natürlich ein bisschen zynisch gemeint. Also die Systeme gibt es und das ist gut. Und mit den Leuten, mit einigen habe ich mich eben auch schon unterhalten. Bei weitem nicht mit allen. Also wenn du jetzt sagst, hey, hier hast du dich mit dem Markus unterhalten? Nein, habe ich nicht. Ne, gestehe ich jetzt, habe ich nicht. Werde ich. Also ich werde auch erstmal rumschreiben, habt ihr da schon Dinge? Bielefeld arbeitet da in etwas aus, das weiß ich. Beziehungsweise ist angedacht gewesen oder ist es. Und... ja gut, ja, und gucken wir uns mal an, weil die Erfahrung, das wird nicht von gleich perfekt sein, aber hey, wir sind ja irgendwie die Piraten, wir wollen ja ausprobieren, wir wollen ja neu machen, und wenn es nicht perfekt ist, dann fixen wir oder bauen neu, ja, und ist dann eben so. Drei habe ich jetzt noch, ich weiß nicht, wer von euch beiden sich zuerst gemeldet hat. Ich habe
Du ziehst zurück quasi. Okay. Ich würde sagen, macht es zweigeteilt. Einmal eine allgemein von Landesebene, wo du vorhin sagtest, Satzungsänderungsanträge. Das ist genauso wie das Beispiel, wo du meintest, du hast deinem Arbeitskollegen oder so erklärt, Unterschied zwischen Amtsträger und Mandatsträger. Wir vergessen zwischendurch, wie viel an grundlegenden Informationen neuen Mitgliedern fehlen und klären die gar nicht drüber auf, wie funktioniert so ein Parteitag, wie funktioniert die Partei. So eine allgemeine Info für alle, die können wir von Landesebene rumschicken. Aber mit dem Fragebogen rumzufragen, hey, wie viel macht ihr an Mitgliederbetreuung? Was habt ihr die letzten Jahre an Willkommenspaketen rumgeschickt? Wie macht ihr das und wie informiert ihr auch über die Arbeit der Mandatsträger vor Ort? Das finde ich eine gute Sache und das sollten die einzelnen KVs auch machen, darüber informieren und dann vielleicht irgendwie eine Anleitung kriegen. Das würde ich teilen, weil ich halte es für viel zu viel Arbeit von Landesebene, jetzt zu versuchen, irgendwie über die einzelnen Arbeitsgruppen der Mandatsträger zu informieren. Halte ich nicht so? Genau. Halte ich nicht so, weil auch ein großes Problem, also wie gesagt, wenn der KV Krefeld da schon etwas sehr Gutes hat, dann können sie das natürlich auch weiter betreiben. Wenn sie es nicht haben, dann würde ich das gerne mit übernehmen, sage ich mal, mit dieser Geschichte, weil was wir nicht haben, ist eine Corporated Identity, wenn man so will. Bei uns fließen Informationen in jeglicher Form immer anders. Mhm. Und dass das wenigstens alles einheitlich ist, ein einheitliches, nicht nur Erscheinungsbild, sondern eben auch ein einheitlicher Informationsfluss. Dass das einfach runtergeht und nicht irgendwie gesagt, okay, hier und hier ziehen wir uns jetzt raus, das macht jetzt der KV und dann fehlt entweder die Hälfte oder es kommen ganz andere Informationen. Ne? Also das würde ich schon ganz gerne vereinheitlichen wollen, muss ich gestehen. Ne? Also nicht unbedingt per Dekret, das wäre doof, bin ich auch nicht so der Typ dafür. Aber ich hoffe mal, dass das auch eingesehen wird, dass wir sagen, okay, zum Beispiel wie mit den Webseiten. Meine Zeit, was haben wir alles unterschiedliche Webseiten? Und das soll ja jetzt auch alles mal zum Glück vereinheitlicht werden, damit es endlich mal, ich surfe auf eine Piratenseite, ich surfe auf alle anderen Piratenseiten. Okay. So, wenn ich jetzt alles richtig gucke, haben wir noch eine Wortmeldung? Nein, ich hatte mich auch. Du hast dann noch mal, okay? Ja. Eine letzte Anmerkung zu deiner Vereinheitlichung. Okay, Entschuldigung. Mir fiel das Stichwort Broschüre, ne? Und andererseits kommt da auch so Stichwort Druckkosten, sowas. Ich höre dich. Wir machen 10 Sekunden Pause. Ich höre mich selber nicht, wenn das läuft. Irgendwas, ne, was richtig toll und schön ist, ist natürlich dann richtig toll und schön. Ich sehe es für den ersten Schritt erstmal, würde ich erstmal so als Ziel sehen, überhaupt erstmal was zu haben. Und was mir da in den Kopf kommt, wäre das irgendwie dann so 3 oder 4 DIN A4 Seiten, wo eben mal so was das Generelle steht, was die Landesebene oder nicht die Landesebene, Entschuldigung, sondern alles das betrifft, was sowieso, also auch die Kommunalebene, aber was auch für alle Kommunen, also landesweit halt gleich ist. Ne? Und dann kann ja jeder KV dann eben auch nochmal so 3, 4 Seiten, DIN A4 Seiten machen zu sich persönlich. Ne? Und wer denn das vor Ort wie wo drucken will oder binden oder nicht, lässt sich dann ja nur dann einfach herstellen. Wichtig ist ja nur, dass man beim Zusammentragen der Informationen und irgendwie was mit Datenbanken oder sonst was halt daran denkt, dass das nicht nur, dass man das nicht nur in Format bekommt, was eine Webseite ist, sondern eben tatsächlich das auch quasi als Drucklayout irgendwo mal was angelegt wird. Ja, ich denke auch zu den weiteren Anlaufpunkten oder das, was ist jetzt so mit Amts- und Mandatsträger und so, da bin ich, obwohl ich da keine Ahnung von habe, habe da keine Idee zu, aber bin ich mir trotzdem einfach mal so ziemlich sicher, dass im Wiki wohl auch schon irgendwo da mal was und letztlich ist halt die Arbeit, dass man mal diese versandeten Seiten oder Links dahin mal wieder ein bisschen, also das für das eine oder andere Stichwort, was gesucht wird und quasi eine gewisse Linkliste dann gesammelt wird. Ja? Genau. Und da, so, ne? Und wie weit man das dann noch ausbaut, kann man ja dann immer noch toller machen, aber erstmal ein paar Seiten und einfach schwarz-weiß. Wir arbeiten voran. Und das, klar, denke ich, das kann ja dann auch vor Ort der KV-Seiten drucken und wenn die Leute das auf Papier haben wollen, ja komm, schicke ich dir und ansonsten hallo, willkommen und hier hast du ein PDF oder eben 2 oder 3. Genau. Also das ist
Ich weiß nicht, also das mit der Broschüre, das war gar nicht erstmal so druckmäßig gedacht, muss ich sagen, als ich das Wort Broschüre sagte. Für mich ist das häufig auch ein digitales Medium. Ich weiß gar nicht, ich hatte einmal damals 2013 das Bundeswahlprogramm, hatte ich aufbereitet in einzelne Bücher. Das ist damals unglaublich gut angekommen. Wir als KV Herford haben das ausgedruckt. Ich glaube 1,60 Euro pro Kapitel. Das waren 13. Das einzelne Wahlprogramm bestand aus 13. Wir haben es 15 Mal gedruckt, das gesamte Wahlprogramm. Und haben 1,60 Euro pro Kapitel ausgegeben. Und das war natürlich jetzt kein Wurfmaterial. Das konnte man nicht in Briefkästen schmeißen, das konnte man nicht den Leuten mitgeben, die am Infostand vorbeikamen, aber Leute konnten durchblättern. Das Interessante war dann, dass dann irgendwelche Jugendschutzorganisationen zu uns hinkamen und sagten, okay, das ist so gut gemacht, was ihr da habt, das würden wir abkaufen. Und die kamen dann zu uns, haben uns sozusagen zum Selbstkostenpreis diese Kapitel abgekauft, was ich ganz interessant war. Nur einmal, um jetzt zu vergleichen, manche Leute geben echt viel darauf, dass sie was in der Hand haben. Und die geben echt viel darauf, die sind sogar bereit, dafür Geld zu bezahlen. Das ist ja sinnlicher als... Zum Beispiel, du bist ja eine andere Generation noch als ich und... Ja, ist richtig. Genau, und da ist das noch... Also ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen in Anbetracht der Uhrzeit, würde ich sagen, wer noch etwas dazu beitragen möchte, über die beiden hinaus, möge sich jetzt melden, sonst schließe ich die Rednerliste an. Ich sehe keine Meldung mehr, dann wärst du jetzt der... Ich habe ja... Sie hat noch. Du hast dich gemeldet, dann. Okay, dann sind es jetzt noch drei Wortmeldungen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich würde mich gerne nochmal auf diese Wiki-Seite vom Begrüßungspaket ein wenig referenzieren. Zum Thema postalisch oder nicht steht hier zum Beispiel der erste Satz: Jedes Mitglied bekommt postalisch, nachdem es in die Partei aufgenommen wird, ein Begrüßungspaket. Das ist der erste Satz, der seit 2006 drinsteht, bis heute geblieben ist. Da ist viel dran gearbeitet worden, also es sind hier auf jeden Fall 32 Bearbeiter, es sind mit Sicherheit mehr, die schon darüber diskutiert haben. Ich denke, dieses Thema müssen wir nicht unbedingt nochmal diskutieren, das wird einen Grund haben, warum die das auch so lange da drin gelassen haben, diese Formulierung. Zu dem Thema Sachen Kommunal- und Landesebene, hier ist auch die Rede davon, dass ein Flyer mit dabei ist, dass Werbematerial dabei ist. Werbematerial wie zum Beispiel Aufkleber und sowas können wir zum Beispiel auch schlecht per E-Mail schicken. Das ist ein bisschen unpraktisch, die kleben nämlich irgendwie nicht so ganz die E-Mails. Deswegen macht da wirklich so ein postalischer Versuch auch einfach mehr Sinn. Man muss nicht unbedingt Feuerzeug mitschicken, aber es gibt halt doch verschiedene Sachen, die sind in Form, die man in die Hand nehmen kann, doch einfach besser. Außerdem ist da die Rede von einem Flyer und von einer losen Blattsammlung. Lose Blattsammlung klingt natürlich jetzt ein bisschen doof, aber man kann sich das, denke ich mal, ungefähr so vorstellen. Man hat zum Beispiel einen Flyer, wo man Informationen auf der Landesebene hat, die sich nicht stark ändern, dass man entsprechend dann da die Druckkosten noch mindern kann, indem man da so einen Part hat, der sich nicht so stark ändert. Allgemeine Informationen, wie fange ich an, wo finde ich die allgemeinen Tools, bla bla bla. Und dann entsprechend dann Zusatzmaterial, was man dann vielleicht individueller gestalten kann, die Inhalte etwas dynamischer machen kann, die man dann in Einzelform halt entsprechend ausdrucken kann. Das ist das, was ich eben gesagt hatte. Also, genau, das ist ja, um das jetzt nochmal noch kürzer zu fassen, ja, haben wir uns auch so gedacht. Also ist ja jetzt, natürlich muss man auch wirtschaftlich denken und ich sag mal, ähnlich gehen wir auch mit den Einladungen zu einem Landesparteitag vor, die wir ja auch postalisch teilweise rausschicken müssen. Also das ist ähnlich. Second class. Ja. Vereinheitlichung seitens des Landesverbandes wird nur für KVs gehen und nicht für die Mandatsträger. Bei diesen Fraktionen, da gehst du im Prinzip nicht ans Design ran oder machst Vorschriften, wie da was zu präsentieren ist. Die Erfolge können gespiegelt werden. Was die Faden verloren. Ich gebe das ab. Wir sollten uns zusammensetzen, weil die Tool-Diskussion recherchierbare Daten setzt immer irgendeine Form von Datenbank voraus, die man auch durchsuchen kann. Wir haben heute den Christian da, ich selbst bin der Schatzmeister der PICO, wir haben da was vor, wir sollten uns auf jeden Fall zusammensetzen und das ebenfalls machen, sonst bleiben wir nämlich bei Mailinglisten hängen und das wäre schade, wenn man irgendwas hat, wo man dann nachher genauso viel findet wie im Wiki. Und last but not least, Greta. Also ich halte es für sehr wichtig, dass wir irgendwann das
Printmaterial haben, auf jeden Fall, weil wir haben schon sehr viele Mitglieder, die gar keine E-Mail-Adresse haben. Und ich hoffe, dass wir noch viel mehr Mitglieder bekommen, die auch gar keine E-Mail-Adresse haben werden. Das heißt, demografischer Wandel haben wir eine Aufgabe für uns. Das heißt allerdings nicht, ich würde nicht sagen, dass man jetzt sofort loslegt und was direkt entbindet macht, sondern wie ich schon gesagt habe, Step by Step. Wenn man das jetzt erstmal als PDF hätte und das verteilt, dann würde es ja schon mal wahrscheinlich ein Feedback geben und Verbesserungsvorschläge kommen automatisch. Und das heißt, diese Eingangsphase, die kann dann automatisch genutzt werden, dass wir das top machen, CI finden, also ein CI finden, mit dem das jeder tragen kann. Und so kann man das dann hinterher passend zur nächsten Wahl implementieren. Jetzt habe ich nochmal eine abschließende Frage. Jetzt sind ja natürlich schon hier, die Plätze haben sich ja gedünnt, wie man sagt, beziehungsweise die Leute sind diffundiert. Ist die Idee allgemein positiv oder sagt ihr jetzt, also so wie ich das jetzt erstmal, kam mir das ultra negativ vor, muss ich sagen. Das ist ja okay, ich gehe jetzt schon weg. Nur Handzeichen und Beiträge. Keine Faustkämpfe, nein. Aber was sagt ihr dazu? Sagt ihr ja okay, Daumen runter, Daumen hoch, ja? Weil es schon vieles gibt. Ja gut. Ja. Wird ja nur verbessern. Aber nur die Daten. Machen wir da mal vor, wer genau. Ist dagegen? Wer enthält sich? Okay. Damit einstimmig für gut befunden. Okay, vielen Dank für das Feedback. Wer mir eine E-Mail schreiben möchte, wo du das gerade mit der E-Mail hattest, weiß ich nicht, ich meine, okay, jetzt bin ich zwar Beisitzer im Landesvorstand, aber die ist dennis@piratenpartei-nrw.de. Ich bin tatsächlich dieses Arschloch, der sich die Dennis-Adresse gesichert hat dafür. Doppel-N oder ein N? Doppel-N, was? Das kannst du auch. Steht tatsächlich auf meiner Homepage. Genau, deutschkämer.info, dort findest du meine postalische Adresse. Dennis in Detmold kommt an. Herford. Wenn man den Landesvorstand der Piratenpartei NRW erreichen will, schreibt man einen Brief an die Landesgeschäftsstelle. Ja, genau. Akademiestraße 3. So, jetzt habe ich euch alle getrollt. Ja, ich glaube, wir sind damit jetzt ziemlich am Ende. Ich hatte mir zwar mehr Workshop-Charakter für meinen Slot zumindest oder meinen Teil vorgestellt. Wir haben jetzt auch workshop-mäßig gearbeitet, aber leider nichts verewigt in irgendeinem Bett. Ich hatte das Bett bekannt gemacht. Ja, wir haben sogar kein Protokoll. Wenn ihr kein Protokoll schreibt, ja, nicht, steht ja los. Das ist stattgefunden. Ich werde zu dem Thema Regionalpiraten, das ist ja auch. Thema innerhalb der Struktur den nächsten Mampel anbieten. Innerhalb der nächsten drei Wochen hoffe ich, dass wir einen Termin finden, dass wir das nach der Tode üben. Und dass wir das Thema dort dann tatsächlich mal wirklich weiter bearbeiten, also mal ins Fleisch anlegen und was schaffen. Das hier hatte auch schon Workshop-Charakter, aber sehr viel Input, sehr viel Kritik, positiv wie negativ bekommen ist, uns jeweils in dem Bild so ein bisschen auch nochmal fixiert hat, fokussiert hat. Insofern war es schon ein bisschen workshoppig, aber leider wurde es nicht mit festgehaltenen Ergebnissen, weil niemand protokolliert hat oder weil niemand selber ins Bett geschrieben hat. Von meiner Seite vielen Dank. Ich bin erstaunt gewesen über den zahlenmäßigen Zuspruch und auch intellektuellen Input-Zuspruch. Das freut mich sehr und ich bin guter Dinge, dass die Sachen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, mittelfristig ein bisschen weitergebracht werden. Nein, es war ein guter Ergebnis. Danke. Die Sache, bevor ihr jetzt klopft, ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich das dann schon mal ausgearbeitet, vielleicht sogar schon einige sehr fertige Formen auf dem TDPA, der jetzt nun auch bald ist. Ich habe das da am 30.08., also doch schon noch ein bisschen weiter, also vielleicht schon weiter fertiger. Vielleicht nochmal vorstellen, das werde ich mir überlegen, aber auch dort seid ihr natürlich zahlreich eingeladen. Auch so eine Terminvorstellung wäre vielleicht so was ganz Geiles für ein Care-Paket. Wer das postalisch braucht, die Einladung, der meldet sich jetzt bitte. Genau. Danke. Dann so eine Tellerspende, die jetzt noch haben. Eine Meldung, nein, rede einfach. Vielleicht sollte man, das ist jetzt meine Meinung, einfach mal damit anfangen, indem man vielleicht einfach mal umfragt oder vielleicht die Leute, die jetzt hier anwesend sind, einfach mal das, was sie wissen, vielleicht sammeln im Pad oder über die Mailingliste und jeder mal mitteilt, was es schon an Tools oder Vorlagen oder ähnlichen Dingen halt schon genau in diesem Bereich halt gibt. Das, was du vorhin gesagt hast.
Das geht ja darum, das Ganze halt zu vereinheitlichen und irgendwie halt zusammenzuschnüren so ein bisschen und das zu nutzen, auch was es gibt. Ja. Und als Anfang würde ich einfach sagen, das wirklich mal zusammenzutragen, was gibt es. Dann kann man gucken, was benutzt man von wem und muss vielleicht wie verändert werden. Genau, ich habe das jetzt erstmal noch nicht auf eine Mailingliste gepulvert, denn ich bin tatsächlich einer, der wenig über den Kuchen erzählt, der noch nicht gebacken hat. Aber gerade immer Mailinglisten ist ein bisschen kritisch. Wenn jetzt Leute aus diesem Kreis, vielleicht auch aus anderen, also Kreis von wegen hier Stuhlkreis, auf mich zukommen würden, dann würde ich mir das tatsächlich alles notieren. Ein Pad ist, wie man so schön sagt, immer der Beginn einer jeden Aktion der Piratenpartei. Mache ich vielleicht ein andermal. Aber ich würde es mir tatsächlich notieren und alles festhalten. Also ich bin auch bei dir, Wesel und den Markus, Wesel bist du, Krefeld und den Markus anzuquatschen, das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Also von wegen Protokoll habe ich im Kopf geführt. Also ich werde zu dem heutigen Slot, den wir hier gemacht haben, auf der Kommunalpiratenliste was schreiben. Da wird dann auch der, dieses komische Ding da, was da eben gelingt hat, benannt werden. Da wird das Pad benannt werden. Da bitte ich euch natürlich alle, die jetzt hier anwesend sind oder auch gewesen sind, wir sehen hier gleich nochmal an anderer Stelle, sich dort einzutragen und dann auch die Ideen, was gibt es schon und so weiter, dann natürlich einzufinden. Damit wir dann in der AG-Struktur strukturiert, deshalb heißt sie so, vorgehen können und hoffentlich bald zu den ersten Ergebnissen kommen, dass wir was handhabbar haben, dass wir was nutzen können, dass wir die ersten Erfolge haben. Nicht Erfolge im Sinne von Wahlergebnissen, sondern Erfolge im Sinne von Arbeitsfähigkeit. Gibt es denn hier zur Gesamtveranstaltung so ein übergreifendes Pad, wo man dann mal den Link zur Mailingliste da... Ich werde den Bodo fragen, wenn es das geht, werde ich dann natürlich den Link auf dieses Wort hier freilegen. Ja, und wenn nicht, dann muss das irgendwie hergestellt werden. Ja. Ist das ein guter Anregung? Jawohl. Ja, ihr könnt ja auch auf uns zukommen, also müsst ihr nicht melden. Ihr redet die ganze Zeit von der Kommunalpiraten-Mailingliste, welche meint ihr? Kommunal NRW, glaube ich, ne? Meint ihr Kommunal NRW? Das wird sicherlich zusätzlich über die NRW-Infos laufen. NRW? Ja, über die NRW-Infos. Habe ich auch nicht.